Mic check. Okay, hi. Erneut mal wieder aus dem Studio. Genius hier. Ich wollte nur mal tolerieren, dass ich hier natürlich kollabieren möchte, sondern gerne auch mal in meinem Leben irgendwie mal auch machen dürfte oder gerne könnte. Doch momentan ist das irgendwie so, die ganzen Menschen schicken uns Künstler tatsächlicherweise allesamt in die Rente. Seien es die Maler, seien es die Sprüher, seien es auch tatsächlicherweise die Lackierer oder eben auch tatsächlicherweise auch die Rapmusiker oder eben auch die ganzen restlichen Rockmusiker und Popmusiker und so weiter. Man weiß nicht einmal mehr weiterhin, wie man weiter fortgehen sollte in dieser scheiternden Meute, die natürlich auch nichts anderes war als einfach nur die Beute dieses gesamten Wesens des Lebens, weil es natürlich auch immer vieles hatte gegeben. Allerdings keine Auftritte mehr, keine gebuchten Sachen mehr wie der, sodass man hier innerhalb der Wiederkehr leider nur wieder leert. Und natürlich auch sich viel erschwert, doch momentan sich fragt, wie ist der Wertschätzung überhaupt noch zu entnehmen, dass wir hier nur noch gewisse Ameisenprobleme eben zu sein scheinen, nicht mehr wirklich am Leben, alles samt Scheintod schon oder doch nur schon wieder in einer Nutzungsebene drin, aber nicht wirklich von Wert, weil es kein Leben wert, während es einfach nur um Werte geht, die leider so verkehrt gewertet sind, dass es wirklich nur noch um Wertstellungen geht und nicht wirklich mehr um das Leben als solches. Was hat uns die Pandemie denn bislang heute eingebracht, bis eindeutig natürlich auch vorangebracht? Wahrscheinlich gar nichts. Sie hat uns um Jahrhunderte zurückgeschlagen, voller Entwicklung, voller Kunst und Kultur, voller Freizeitgestaltung pur, dem Spaß im Leben, den wir uns nicht nehmen lassen wollen. Als wir noch damals hießen, und zwar zum Beispiel auch Roberto Blanco oder auch andere Leute dieser bekannten Situation neben, der Wert des Spaßes im Leben. Ein bisschen Spaß muss sein, sagte jeder bislang auch, sogar der Feind, sogar noch. Und da frage ich mich, welcher Mensch wollte das denn sein, der hier so ist und zwar nur noch ein Ameisenwesen, immer nur noch am Arbeiten gewesen, nicht mal mehr am Hochfliegen über die Lüfte ho so hoch, sodass man es nicht mehr kann, außer zu massakrieren, aufgrund der Mordkunst dieser gierigen, wissenden Wesen, die irgendwie nichts anderes sind, außer dabei uns in den Tod rein zu pegeln und zu regeln, bis wir nichts anderes mehr sind als aufgegebene Wesen, die man lieber verwesen ließe, weil sie irgendwie nichts mehr sind, außer die Radieschen, die wir schon von unten anschauen, als Künstlerinnen und Künstler. Zumindest darauf kann man leider nichts bauen, wenn man immer nur nach unten tritt und nach oben hin spuckt, aber letzten Endes wirklich nichts anderes macht, außer den Menschen immer nur mehr Druck. Seid doch endlich alle mal vernünftig. Gönnt euch, sucht euch euren Spaß, helft den Künstlern mit, was zu bauen, was ihr dann auch und wollt, und zwar an. Wenn es nicht gefällt, tut mir leid, vielleicht findet man ein anderes Publikum in dieser Welt. Aber habt ihr denn schon jemals entstellt, und zwar euch selbst, als das, was ihr seid in Wirklichkeit? Ich meine, seid ihr wirklich die habgierigen Menschen, die irgendwie immer nur willens wissen wollen, wie man arbeiten möchte eben, und zwar nur um Gelder zu kriegen? Interessiert euch wirklich nur noch genannt Cash? Tut mir leid. Aber dann könnt ihr gerne die 1-Cent-Stücke sammeln, die eure Kids vor Jahren schon irgendwie auf den Boden stampften, indem sie einfach nur noch sie wegschmissen. Und ja, das ist wirklich so gewesen. Es heißt zwar immer noch, heutzutage zumindest wohl, wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. Früher war es der Taler und so weiter. Aber egal, weil ich ja auf eine ganz andere Leier wieder einschlagen möchte und das auch in diesen Geschäften, die ich nun einmal stören möchte, eben. Habt ihr es noch verstanden, worum es geht? Die Realität. Wenn ihr eure Freizeitgestaltung nehmt, dann nehmt ihr euch das Leben. Wenn ihr wirklich nur noch arbeitende Maschinen sein wollt, dann muss man euch fragen, was geschieht denn heute? Und das heutzutage immer noch. Wir sind ein Land der Dichter und Denker, aber dann denkt doch auch mal bitte für euch selbst nach. Habt ihr es wirklich so gewollt? Wollt ihr es wirklich so haben? Oder wollt ihr nur immer wieder diesen Ameisenstaat eben, wo man nach unten hin tritt und nach oben hin arbeitet und spuckt, aber letzten Endes niemand mehr wirklich etwas von wahren Werten wusste? Seien es die Gestaltung des Reimes oder auch der Worte oder doch einfach nur die verkorkste Situation nehmen, indem man die Improvisation sogar wegen eines Räusperers noch weiter betrieben habe. Tut mir leid, aber ja, diesen Schaden konnte ich mir bei der Aufnahme nicht nehmen lassen. Inspiriert von Specs frage ich mich natürlich auch von den Grünen. Wie ist es um euch? Habt ihr überhaupt Vergnügen in diesen Tagen? Oder bildet ihr nur schon wieder selbst der Ironie des Wahnsinns? Dem nicht zu ertragenden Machtgehäde, wie man es schon kennt, und das von den Referenzen des Lebens selbst. Seid ihr wirklich nur noch dem schnöden Mammon am Hinterherjagen, dem schnöden Mammon, dem luxuriösen, dem sogenannten Getöse eben, das man tatsächlich aber in pompösen Wesen ganz gerne mal auch auf Hochstaaten erfuhr? Oder seid ihr doch noch Teil der biologischen Uhr, die in euch tickt und das Leben als solches gerne möchte, und zwar auch weiterhin leben und auch das Wesen des Lebens auch ganz gerne mal irgendwo verstehen? Wollt ihr den Sinn des Lebens wirklich kapieren? Dann tut mir leid, dann hilft es nur etwas ab und an, vielleicht auch mal an Wände zu schmieren, um sich dem Druck frei zu machen.
Tut mir leid, mag heutzutage illegal sein, doch trotzdem rede ich kein Schwachsinn. Es ist erwachsen, es so zu betrachten. Und ja, auch wenn man an Erwähnende etwas schmieren möchte, kann man immer noch fragen und das vorher sogar schon. Damit stört man keine Geschäfte. Vielleicht unterstützt man sogar manch eines damit, auch wenn es ein wenig fragwürdig ist. Dennoch, seid zu bedenken. Wenn ihr wirklich diese kränklichen Wesen seid, die nur nach Macht oder Geld streben und nichts anderes im Leben, dann seid ihr nicht wirklich am Leben, sondern einfach nur verwesende Maschinen. Denn merke, eine Maschine, die kann nur dienen, bis sie kaputt geht. Danach wird sie wahrscheinlich ausgetauscht aufgrund von Geldmangel und weil man sie heutzutage auch nicht mehr braucht. Die alten kaputten Geräte, man entnimmt ihnen, was damals noch irgendwie funktionierte. Den Rest schmeißt man einfach weg aufgrund der Wegwerfgesellschaft, wie sie auch bei den Lebensmitteln leider angekommen ist. Und natürlich auch bei uns Künstlern. Habt ihr euch überlegt, was Kunst überhaupt mal wert war? Fragt euch einfach mal, was ist ein Picasso heutzutage wert gerade? Oder tatsächlicherweise auch ein Diogene von Sinope, oder nein, Sinope, Entschuldigung, hatte mich verzahnt, mal wieder versprochen im Wahn. Allerdings kommt dieses auch mal vor und deshalb frage ich mich ja auch gerade als Genius Hardcore, ein authentischer Mensch, wie er in Rebellion natürlich auch ganz gerne einmal kämpft und zwar um sein eigenes Überleben jeden Tag seines Wesens schon gerade. Warum wollt ihr mir nicht auch helfen als Musiker oder als Künstler insgesamt? Und ja, da spreche ich auch für viele andere Arbeitskollegen dieser Zunft. Auch wenn sie, von mir ausgehend, noch nicht wirklich als die meinige zu sehen ist, sagen andere dazu meistens. Allerdings beherrsche ich durchaus ihre gesamten Rituale und Künste. So manches, was heutzutage eher in unsere Kunstabteilung gehört. Und da frage ich, habt ihr vielleicht davon auch schon mal etwas darauf beschworen oder beschwört, was tatsächlicherweise etwas geben möchte, und zwar nur den Spaß am Leben weiterhin, denn letzten Endes, ich bin vielleicht nur ein Kind aus der Armut eben, und dennoch bin ich auch ein Mensch. Und ja, vielleicht seid ihr es auch selbst heutzutage. Vielleicht seid ihr auch selbst Künstler gerade. Aber deswegen muss ich gerade diese Frage stellen. Wollt ihr wirklich weiterhin euch nur vom Wahn erhellen? Oder wollt ihr dem Wahn mal helfen und zwar derbe auf die Sprünge? Dann bitte, helft den Musikerinnen und Musikern. Nicht nur mit dem Geklümmel von Geld, sondern vielleicht auch einfach mal mit Anwesenheit und Präsenz. Und das sei es auch nur als persönlicher Mensch. Und damit meine ich einfach nur als ein Bekannter oder ein Freund, der tatsächlich aber an der gleichen Seite kämpft. Oder eben auch einfach nur mit ein wenig Post, denn ich weiß, ihr genosst ja auch ganz gerne mal von dem, was ich so tat. Und ja, ich weiß es sicher sogar, denn ihr habt es mir längst schon bewiesen, durch über 100 Website-Besucher pro Woche und das jede bislang in den letzten vergangenen schon nehmen. Allerdings waren keine Kunden dazwischen bislang. Da muss ich euch fragen, was wollt ihr überhaupt von mir so lange? Die meisten waren nur auf der Startseite meiner Internetseite geniushardcore.de. Doch trotzdem frage ich mich, wo sind eigentlich meine echten Freundinnen und Freunde? Wahrscheinlich dort, wo ich sie nicht scheute bislang. Außer da, wo ich natürlich auch immer wieder niemanden finden kann. Letzten Endes nehme ich sogar meine Security-Cam auf und frage mich, wo ist die Menschheit? Wo sind die Menschen als solches? Denn ja, auch ich habe Menschen gebraucht. Heutzutage mag es wegen der Pandemie schwierig sein. Aber letzten Endes fragt man sich als Künstler ganz gemein, wie die Welt wohl ist. Wo bleibt eure Rückmeldung als Menschheit? Seid ihr überhaupt noch da? Oder habt ihr euch schon aufgelöst? Und seid nur noch die arbeitenden Ameisen, die sogar noch besser behandelt werden worden von ihren Königinnen? Und ja, da kann man sicher ohne ein erfrorenes Herz nachspüren und fühlen, wie es einer Ameise geht. Zumindest in der heutigen Welt, die uns kaum noch was anderes als die Arbeit lässt. Und ja, auch die Gastwirte, auch die leiden an dieser Kunst Schwarzmalerei. Wer hat sie nur betrieben? Wer wollte das sein? Und warum wolltet ihr dies immer noch so tolerieren und nicht einfach mal dagegen vorgehen? Und das mit juristisch korrekten Optionen. Die Beschwerde ist zunächst mal eine Möglichkeit. Aber letzten Endes, auch von Demonstrationen. Wir sind vor sowas nicht gefeit, wie einer Pandemie. Legt euch eure Schutzmasken an. Ich habe immer eine auf Tasche. Witzigerweise sogar gerade. Ich lege sie aus einem gewissen Grunde an. Dies ist kein Maulkorb, wie ich früher einmal dachte, für eine Weile. Es ist eine schützende Option. Doch letzten Endes, was beginnen wir in dieser Frustration überhaupt noch zu verstehen? Habt ihr etwa mit der Gesellschaft als solches ein Problem? Es mag nur eine Stoffmaske sein, andere tragen welche der Klasse so und so RP2 oder was weiß ich für ein Kram. Letzten Endes, auch das ist eine Industrie, die daran verdienen kann. Aber wie viel haben wir von der Pandemie, wenn wir uns selbst nicht mehr auf irgendwelchen Konzerten bedienen? Und zwar an Musiken oder in irgendwelchen Gastwirtschaften. Ein Lockdown, wie er aktuell schon wieder da ist, da muss man sich fragen, haben wir hier einen Habicht, der nur noch auf das Geld schaut und auf die Macht
Oder haben wir tatsächlicherweise auch wirklich eine Pandemie? Wurde sie nicht nur im Rahmen irgendeines chinesischen Projekts ausgedacht? Tut mir leid, auch Verschwörungstheorien, wie ich sie gerade anspreche, gibt es viele. Und ich will sowas nicht belächeln. Die wahre Information, vielleicht gibt es das Virus, vielleicht auch nicht. Wenn es das gibt, sollte man sich schützen. Und eines tut ganz sicher klar sein schon eben. So wie wir es aktuell halten, ist es nicht auszuhalten im Kopfe. Denn merke, da packe ich mir sogar selbst am Schopf weh. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Warum seid ihr nicht erwacht? Es war doch eigentlich ganz klar. Ich mag ein einfacher Reimakrobat sein gerade mal. Allerdings nur, weil mein Steinschlag da war. Und das 2005 wollte man mir schon das Grab geben. Da musste ich mich fragen, nur weil ich als Tabakraucher unterwegs bin, wollt ihr mir nichts anderes gönnen? Außerdem, was ihr schon kennt eben, diverse Mediziner sagen mir schon nach, ich sei zu töten. Weil sie irgendwie Leben nichts möglich bin. An Liebe. Weil ihr andauernd getrieben eben von Monet und tatsächlicherweise auch von Mächten. Und ja, Mächte und Moneten, sowas kann man ächten. Sollte man sogar, wenn man ein Mensch sein will, der fühlt, liebt und denkt. Und ja, letzten Endes war ich nichts anderes gewesen eben. 2005 war es ein Schachbrett terroristischer Mordtakt. Was Corona als Pandemie ist, das sage ich euch ganz gerne wohl gerade. Ein Schachbrett terroristischer Akt von höherer Gewalt. Aber ja, auch die habe ich schon enttarnt. Und da frage ich mich eiskalt, die Wahrheit wohl am Kern. Ja, das Virus gibt es wirklich. Es gibt diese Pandemie auch ebenso. Aber es gibt auch vorgetäuschte Varianten dieser Situation. Wegen einer gottverdammten Schachbrett-terroristischen Partie. Aber bei höheren Gewalten, da kann man leider manch einmal nichts anderes als dienen. Warum man trotzdem gleich zur Lüge griff und desinformierte, das hätte mich bei der gesamten Weltöffentlichkeit gerade mal eben interessiert, ne? Der Punkt ist, es gibt beides. Es gibt das Virus. Es gab diesen Vorfall in Wuhan. Oder wie hieß der Ort nochmal, verdammt. Es sei mir beinahe schon entfallen. In China sei er gelegen. Doch trotzdem frage ich mich, bei diesem SARS-CoV-2 und den Derivaten neuerdings auch innerhalb der EU, wie es sonst so weiter vorgeht. Wenn wir letzten Endes nichts waren, außer irgendwie nicht zugegen auf diesem Planeten, um etwas Seriöses, Echtes dagegen zu unternehmen, speziell auf Nächstenliebe Basis. Ihr hättet doch einfach nur unterstützen können, und zwar das, was wirklich da ist, was uns wirklich zusammenhält, zusammenschweißt. Aber letzten Endes habt ihr nur gezweit, geteilt und die Divisionen nicht bereitgestellt, um zu kämpfen gegen diese Feinde einer freiheitlichen Welt. Letzten Endes auch ganz gestellt, und zwar das Geld eben vielleicht auch mal hin, nur menschlich wieder zu empfangen. Humanismus, wo ist denn der bei euch? Von der Masse kriege ich nur extremistischen Terror ab. Und das war es auch schon. Und damit meine ich auch Menschenrechte verletzende terroristische Akte, die leider letzten Endes sind, und zwar nichts anderes als der eigene Schwachsinn. Weil man einfach mit mir reden wollte, aber nicht durchkam. Und da muss man sich fragen, wen muss man durchladen? Und zwar so lange, bis tatsächlicherweise auch die Exekutionen dann wieder klappten. Denn ich weiß, ich rede hier kein Schwachsinn, sondern einfach nur über die Realität hinweggesetzt, jetzt gerade auch in die Realität hinein. Also, was soll der ganze Scheiß? Ich habe hier so viel Leichenschänderei-Funk-Mächte schon wahrgenommen. Und ja, auch gegen Mordfunk gibt es Gesetze. Das ist doch alles in Ordnung schon. Die gab es auch schon längst. Warum hält sich kein Mensch mehr drin? Und warum versucht man mich, nur weil ich tatsächlicherweise den Mächtigen ankreide, was sie schon längst getan haben? Und damit meine ich nicht die amtierenden Mächtigen, sondern die Schwachsinnigen, die im Finanzwesen größtenteils im Rahmen nicht blieben, sondern letzten Endes schon wieder nichts waren als die Kriegsverbrecherinnen und Kriegsverbrecher, die sich hier so rumtrieben. Oder aber gänzlich von weit her. Und das als Destabilisierer unserer Nation. Da muss man sich fragen, wie viel Frustration diese Arschlöcher wohl haben schon. Und ja, dagegen muss man vorgehen mit Worten und natürlich auch mit Bild und Ton und natürlich vielleicht auch videografisch, wie ich es jetzt gerade tue, schon. Aber momentan ist die Situation bezüglich dieser gesamten Sachen nichts anderes als das, was wir lieber mal erwachsen betrachten. Was ist die Realität? Worum geht es wirklich? Wenn wir als Musikerinnen und Musiker nichts verdienen, nicht einmal ein Hallo oder ein und Tschüss für das, was wir an Musik gegeben haben, ist. Leider nur etwas anderes gänzlich klar zu machen. Ich litt zwar an Traumentzug, leide es immer noch sehr wohl. Aber anderen ergeht es ähnlich, nur die wurden nicht einmal bislang. Shit, huh? Es gibt genügend extremistische Terrorformen, die bekannt sind. Unterhaltet euch doch mal mit Soldatinnen und Soldaten. Dann könnt ihr vielleicht auch einmal raten, welche Terrorform auch euch schon angetan wurde.
speziell von den angeblich ach so mächtigen, die nicht einmal im Ansatz amtierend waren, so nehmen, sondern einfach nur destabilisierende extremistische Terroristen des gleichen Schändereifunks aus dem eigenen Geistwohl. Und ja, das habe ich so gegeben, weil es die Wahrheit ist, ein vorgetäuschtes Corona ist die Realität und Corona als Pandemie, ja, das Virus, es gibt es wirklich und ja, es existiert. Das streite ich nicht einmal ab. Was ich darauf hinweisen wollte, ist vorgetäuschtes Corona und das Spiel der Macht. Da ist nur die Frage, wer sich andauernd den Mächten bemächtigen will. Ich bin es nicht. Man sagt es mir nur sehr häufig nach. Und das ist real. Gruß Gerd Sebastian Guder aus seinem als Tonstudio, Videostudio und Schlafgemacht dienenden Zimmer innerhalb einer Mietwohnung, innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Und sogar das wollten die Mächtigen schon bedrohen. Und das nicht nur einmal. Ich konnte es mit Mühe und Not noch retten. Da hat mir die Bundeswehr nicht einmal geholfen. Aufgrund von Verblendung. Weil arme Leute ja so wenig Schutz verdienen wie kaum andere. Und da muss man sich fragen, mit wem muss man eigentlich verhandeln innerhalb dieses Staates, damit der extremistische Terror unter anderem gegen mich und meine Person endlich eingestellt ward. Unter anderem wohl bemerkt. Ja, auch andere arme Leute, psychisch Kranke größtenteils, hat man bislang nicht gehabt, sondern als das Glied der Kette noch angegriffen. Und ja, es waren verdammte Extremisten. Ich sage nicht mal unbedingt, woher sie kommen, sondern nur, was sie waren. Leichenschänderei Funker des extremistischen Terrorwahnsinns. Man kann es sich fast denken, bei dem Krieg gegen den Islamismus unter anderem, den andere schon führen. Nichts gegen Islamangehörige und Angehörigen Ginnen seriöser Natur. Bitte entschuldigt die verkehrte Begriffswahl, aber so etwas kommt vor, wenn man in diesem Format etwas vorträgt, gerade. Einfach nur frei improvisiert von der Schnauze weg, wie man gesagt hat, bis es damals klar wurde, worum es geht in dieser Tour hier. Und ja, es tut mir wirklich leid, was hier wirklichkeitsgetreu auch immer wieder passiert. Redet man doch mal Tacheles, Schachbrett-Terrorismus, egal welcher Natur euer Schachbrett sei. Es ist nichts anderes als Störung des Seelenfriedens in Masse und deswegen als Kriegsverbrechen auch schon längst anerkannt eben. Und dafür wird man exekutiert. Für Leichenschändereifunk ohne Lizenz, respektive Mordfunk aus dem eigenen Geist heraus ebenso. Und da frage ich mich, wer von euch ist so von innen hohl und versteht es immer noch nicht? Leute, hier werden Kriegsverbrechen nicht nur an den Deutschen begangen, sondern mittlerweile sogar an der ganzen Welt. Von den Medizinerinnen und Medizinern größtenteils, die anteilsmäßig nur Scheiße erzählen. Dem Vernehmen nach gäbe es drei der gottverdammten Labore der Mediziner, die euch allesamt nur mit Scheiße zugepumpt haben und das nicht nur einmal hier gerade. Es ist die Wahrheit, die mir sehr am Herzen liegt. Und ja, wie viel vorgetäuschtes Corona im Umlauf ist, will ich nicht einmal selbst wissen, in Bezug auf die echten Corona-Fälle, die es auch gibt, aktueller Zeit nach. Es muss nur davor gewarnt werden und das im scheißegal wie Modus. Denn ich habe mittlerweile die sogenannte Fresse dick von diesem ganzen Shit hier auf dem Lokus. Und damit meine ich den Globus, wie er aktuell benutzt wird, von den mächtigen Medizinerinnen und Medizinern der Welt, die sich selbst schon für zu reich gehalten haben und sich selbst damit das Gesicht entstellt haben. Als Halbgötter in Weisheit wurden sie verschrien. In Wirklichkeit waren sie längst Schlimmeres als nur dem Teufel am Dienen. Und ja, es war wahrscheinlich ein purer Mammon, das schnöde Geld, das letzten Endes nur die Sicht als solche, komplett verblendet. Und ja, so meine ich es, wie ich es sage. Die Cap auf links nach wie vor, um auf ein Herz zu verweisen. Auch in Richtung Nazi-Leichen, die wir mittlerweile hoffentlich auch mal wieder bei den Toten wissen. Denn ja, Neonazis gehören ebenso dazu eben. Und ja, letzten Endes, wir sind allesamt nur Menschen. Müssen wir uns dann gegenseitig als eigenes Volk sogar noch bekämpfen, nur um Gelder herum, die wir vielleicht nicht einmal kriegen, wenn wir ehrlich sind, schon eben. Stattdessen gibt's Patronen in die Köpfe. Und könnt ihr das nicht verstehen eben? Und das ist das, wo ich den Verdacht schöpfe, dass es hier so nicht zu sehen sei. Aufgrund der Tatsache, dass zu vieles unterdrückt wurde von der Nachricht her, weil natürlich auch die Hinterbliebenen Rechte haben. Und letzten Endes niemand möchte diesen Ehrenschaden um die eigene Familie her haben und auch nicht wahrnehmen, nicht mal im Ansatz. Und ja, deswegen setze ich hier Brandsatz um Brandsätze für die armen Menschen. Hauptsächlich gegen die sogenannten Möchtegernreichen. Nicht mal 500.000 Euro auf dem Konto. Und das soll schon reichen. Um reich zu sein? Dafür halten sich die meisten dieser Idiotinnen und Idioten nämlich. In Wirklichkeit betrachten wir es mal ehrlich. Ab 1 Million kann man sich gerade mal ein Haus und ein Grundstück leisten. Ein Haus, ein Grundstück. Und das auch nur ein Einfamilienhaus.
Dafür gehen die schon über Leichen. Das ist ein billiger Witz. Erst ab dem Status von 3 Millionen hätte ich es irgendwo kapiert. Wohlmerkt Euros. Nicht nur irgendwelche Zündschlösser und so weiter. Nein, ich rede wirklich über Reichtum, wie er wirklich einmal war. Und ja, Leute, versteht ihr es denn nicht? 10 Millionen Euro Schmerzensgeld an und für sich, wie für einen überlebten Mordanschlag tatsächlicherweise auch schon. Und ja, das im Normalfall an Schmerzensgeld sehr wohl. Und ja, das ist nun einmal eine Tatsache, die man nicht bestreiten kann. Ein wahrer Mann sagt nur euch, was Sache ist. 10 Millionen Euro. Dafür könntet ihr euch vielleicht einen Mordfunkakt leisten jetzt. Aber letzten Endes nicht ein einziges Mal mit mir auf Leichenschänderei-Funkebene zu funken, ohne tatsächlicherweise selbst irgendwo dort unten zu enden. Und ja, auch an die vorgetäuschten Korrelle eben. Tut mir ja, auch euch gibt es irgendwo. Es gehören leider nicht alle dazu, sagen manche, die es halt wissen. Aber die, die es wirklich begangen hätten, die müssen erst noch dran gekriegt werden. Und das ist einfach nur eine Tatsache. Extremistische Terroristen, die uns andauernd nur entzweien wollen. Wie gesagt, war es Corona als Virus, das gibt es wirklich. SARS-CoV-2 aus dem SARS-CoV-19 wurde eben, inklusive der europäischen Derivate, wie man sagt, zu Abspaltungen des Virus, neuen Entwicklungen eben, innerhalb der Virusszenerie eben. Und da fragt man sich, wo kommen die alle her? Letzten Endes nur von höheren Gewalten, wie man sagte, zur Sonne und des Mondes gleich wie der. Und ja, das ist auch wiederum Verschwörungstheorie und gleichermaßen auch die Realität in Faktenlage. Aber was ist nun einmal Sache? Die Virusentwicklung, die gibt es wirklich. Sie wurde von der Natur mitgetätigt, fahrlässiger Natur, sagt die Natur dazu. Aber so spielt die Natur, so spielt das Leben wohl. Und bei all unserem Fortschritt, warum sind wir noch so rückschrittlich? Und wagen es uns nicht einmal, juristisch korrekt zu verhalten auf diesen ganzen Ebenen. Wir beherrschen doch allesamt den Begriff der Netiquette, denkt man sich als solches. Warum wird sie nicht auf andere Netze genauso angewandt? Warum verhält man sich wie die letzte Seuche selbst schon, wie die Corona-Pandemie als solches? Das kann ich nicht verstehen. Und warum wollen Menschen andere Menschen vereinsamen lassen? Leute, versteht doch, ich rede hier keinen Schwachsinn. Es geht darum, erwachsen sich zu verhalten und auch humanoid, humanistisch. Das heißt nicht nur, menschlich sein heißt fehlerbelastet zu sein. Nein, es heißt auch zu fühlen und zu leben überhaupt als solches. Denn Maschinen, die arbeiten, wie gesagt, nur bis sie kaputt waren. Und das war's doch schon eben gerade. Hiermit ende ich mein Video und hoffe, es hat euch gelehrt. Genius Hardcore, peace over and out.